Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, der Mond, der ist ein bisschen grünlich, habe ich so das Gefühl. Also, nein, das ist natürlich nicht der Mond. Der Mond müsste gleich wieder hinter den Bergen auftauchen. Wir müssen auftanken. Kurz und knapp, wir müssen tanken. Der Sprit reicht nicht. Nein, er reicht nicht mal ansatzweise. Wir sind nämlich anscheinend die lange Strecke. Wenn der Mond ist, anscheinend, wir hätten bloß auf der anderen Seite kurz ein Stück und dann wäre er da gewesen. Aber wir haben hier ja nette andere Leute auf dem Server und wir dürfen da auftanken, wir dürfen ihren See quasi etwas ausbeuten und ja, da mal schnell auftanken. Nur ich habe gerade irgendwie einen Bug oder ein Problem, ich weiß nicht warum, aber guckt mal, wenn ich jetzt die neuen drücke, das sind ja die Hauptthruster, die gehen nicht mehr an und ich weiß nicht warum. Hier. Das Einzige, was ich mir... Nichts an. Ich hoffe, dass es geht, wenn ich wieder einen aussteige. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, ist, dass der Sprit halt zu gering ist, dass sie halt deswegen gar nicht mehr angehen. Ist der Sprit zu gering? Ja, das kann halt sein, aber eigentlich, wenn du es jetzt im Weltall ausmachst, damit du bleiben kannst, und der ist bei 9, du musst es ja auch wieder anmachen können. Ich weiß es nicht, wieso gehen die jetzt nicht mehr an? Das hat ja eben die ganze Zeit über funktioniert. Vielleicht ist es ein Bug. Ich guck mal, wenn ich aussteige und einsteige, sonst muss ich einen Relog machen. Vielleicht geht's dann. Kann natürlich passieren, mal sowas, ne? Aber erstmal müssen wir hier voll tanken. Ja, wir müssen jetzt voll tanken. Und hier vorne sind die VVC. Man sieht einen etwas Blender von ihnen. Und da werden wir jetzt mal Hallo sagen. Das ist das erste Mal, dass wir die Leute auf ihren Servern besuchen, quasi. Wird sehr schön, denke ich. Wird mal was anderes auch heute in der Folge. Einfach mal Hallo sagen. Und da sieht man den Mond. Da, wo jetzt bei mir gerade BTA Tani steht, das ist der Mond. Er wird quasi seitlich gerade angeschienen von der Sonne. Ja, und sie hat die Kartoffel, weil er nicht gerendert wird. Gerade, weil er noch zu weit weg ist. So, hier unten, da haben sie einen See. Ich würde sagen, wir wollen wir erstmal Hallo sagen, gehen, dann auf dem See landen. Ich fliege ein bisschen tief, so nach dem Motto Hi. Wir können ja winken im Vorbeifliegen und dann auf dem See landen. Richtig, wir winken im Vorbeifliegen quasi. Hauptsache, wir werden jetzt nicht abgeschossen. Ich hoffe nicht. Wir haben doch ein Friedensabkommen mit ihnen, oder? Wir haben ein Friedensabkommen. Theoretisch sollten wir... Vielleicht würde ich ein paar Kilometer Sicherheitsabstand lassen, man weiß ja nie. Aber ganz ehrlich, guck dir jetzt mal den See mit der Umgebung an. Ist das nicht fast eine Kopie, wo wir sind? So ungefähr? Nein, also, gar nicht. Gar nicht? Das sieht doch fast gleich aus. See? Sind die unten am See oder wo sind die? Ich weiß es nicht. Na, ist der Weg kürzer? Und da haben sie schon. Da ist ein Loch, ist ja ein riesiges. Ach du Heilige! So, Nachbarn besuchen. Hallo? Bewährte andere Fraktionen auf dem Server. Willkommen in Frieden. Okay, das Loch ist bei mir gerade wieder zugegangen. Bei mir auch. Da unten sind sie? Hä? Das ist so dunkel hier. Ach da, lol. Die bauen sich in die Wand rein. Ach ja, stimmt. Ah, da sind sie. Ich sehe ihr Licht, wieder. Wie sie rumlaufen. Oh, das ist aber ganz schön. Lol, haben die sich eine Höhle im Eis? Nee. Hä? Ja, nee, an der Seite bauen sie sich. Das sieht ja interessant aus, ey. Jo. Schön gebaut, würde ich sagen. Alter. Ach, das sind die Solardinger, die sie meinten, die nur gehen, wenn die Sonne richtig scheint. Ja, das ist natürlich direkt hinterm Berg. Clever, ja. Ich kann immer ein bisschen Licht machen, ne? Wollen wir mal Hallo sagen. Wir landen dann ein Stück weiter weg, würde ich sagen. Hä? Wir landen doch jetzt genau hier. Ich will bloß mal Hallo sagen, so ein Licht. Oder? Wollen wir hier landen? Ich weiß es nicht. Ich sehe auch was einen von der Truppe. Wo ist der andere? Arbeiten? Im Berg? Unter Tage? Okay. Gute Tage. Ja, gut. Wollen wir direkt hier was abbauen oder? Ja, wir können ja ein bisschen weg. Also, man weiß ja nicht, was die hier noch so vorhaben. Also, vielleicht ein bisschen Entfernung wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Falls sie jetzt noch irgendwas aufbauen wollen und dann ist das Loch irgendwie im Weg oder so. Also, ein bisschen entfernt wäre vielleicht. Ich denke, so muss jetzt. Ja, so müsste okay sein. So, wir landen.
Zwischendrin. Okay. Wir kommen in Frieden. Ich ziehe trotzdem mal die Waffe sicherheitshalber. Ich kann mein Menü nicht mehr wechseln. Hä? LOL! Wieso habe ich kein... So, wir kommen in Frieden, ja. Hä, was? Friendly. Ich habe kein Schleifgerät, ich habe kein Abbaugerät. Was ist hier los? Wieso habe ich das nicht? Wie gesagt, irgendwie ist gerade was buggy. Irgendwas... Ich habe nur mein Schweißgerät, ich habe nichts anderes dabei. Hä? Habe ich das verloren, als ich gestorben bin? Aber ich habe das doch alles wieder aufgenommen. Ich habe nur noch das Schweißgerät, ich kann nichts abbauen. Ja, das ist natürlich jetzt extrem scheiße. Jetzt gehen sie wieder ins Wasser. Was? Was ist hier los? Ich habe nur das Schweiß... Haben wir zufällig noch ein Bergbaugerät? Ja, okay. Wo bist du denn? Hier am Schiff. Okay. Ach du Scheiße, okay, vielleicht sollte ich dann erst was ablegen. Ich bin jetzt schon voll. Was? Du bist mal leider abgehakt, nicht schon mal hier. Ich bin voll. Ja. Weil ich habe halt doch extrem viel Stuff dabei. Ich mach mit, oder? Weil ich habe gerade Angst, das abzulegen, weil nicht, dass das dann auch irgendwie despawnt. Wieso habe ich keine Werkzeuge? Habe ich die irgendwie mal verloren und nicht wieder aufgenommen? Okay. So. Packen wir alles rein. Jetzt hat er mit uns zu tun hier. Ja, Zwischentanken bei den. Der anderen Fraktion auf dem Server. Uha. Ich bin froh, dass wir uns den Friedensabkommen haben. Das hätten wir jetzt ein Problem, ne? Hätten wir uns irgendwo in random See suchen müssen. Schön so, wenn man mal hier noch so ein paar Leute hat, die auch nett sind. Stell dir vor, es gäbe hier nur böse Fraktionen. Wir haben vor allen Dingen gerade, als wir im All dahin getrieben sind und den Mond gesucht haben, eine Entdeckung gemacht. Würde man nicht so viel, dass die spawnt alles sofort, ich kann das gar nicht so schnell einsammeln. Entschuldige. Ich sag mal, wir haben eine Entdeckung gemacht, als wir im All kurz waren. Ach ja. Und wir rumgeflogen sind. Da kam uns ein anderes Schiff entgegen. Kein Schiff einer Spielerfraktion, sage ich mal. Denn es waren NPC-Schiffe, die so halt durchs System treiben. Also wenn man weit genug vom Planeten weg ist, dann gibt es diese Schiffe noch, dass man da so... Ja, Sachen kapern kann und so, ne? Das gibt's alles noch. Und das war, glaube ich, ein Handelsschiff, oder? Ja, irgend sowas. Es war, glaube ich, nichts Feindliches. Es war ein Handelsschiff. Boah, sehr interessant. Die sind auch extra angestellt auf dem Server, dass auch friedliche Schiffe hier durchfliegen können. Man kann also können. Ein bisschen was kapern. Ne? Man kann da ein bisschen... Alter, ich kann es gar nicht so schnell aufsammeln. Die spawnt sau schnell. Man will es eigentlich noch so lange dort. Inventory. Ich muss ja auch ein bisschen was abbauen, damit Club das einsammeln kann, der Weile werden. Bring. Ich weiß nicht, wo mein Abbaugerät hin ist, aber. Es scheint sich von dann gemacht zu haben, weil es Angst hatte, was auf uns zukommt. Ich habe auch das Schleifding nicht mehr. Ich habe nur noch das Schweißding. Du brauchst es auf dem Mond, ne? Da könntest du maximal hier mal bei den Kollegen anfragen, ob sie noch eins haben. Können wir nicht eins hier bauen gerade? Ach nee, wir haben ja. Nein, können wir nicht. Du kannst maximal anfragen, ob sie mal noch ein altes Schweißgerät für dich. Ein altes Abbaugerät für dich hätten. Ich weiß nicht, du kannst deinen Handel irgendwie vorschlagen. Eine Tonne Platin und so. Für. Eine Tonne Platin für ein Schweißgerät, das ist aber ziemlich schlechter Handel. Na gut, dann halt 100 Kilo oder so. Keine Ahnung. Leute, ich habe das eingesammelt, ich bin so doof. Oder ob sie. Kannst du erstmal fragen, ob sie ein Schweißgerät hätten, wenn sie sagen. Dann kannst du ja so einen kleinen Handel vorschlagen. 100 Kilo für Schweißgerät, für Abbaugerät und so. Was haben wir denn noch in unserem Frachtcontainer? Da ist doch mega viel Stuff noch drin. Ja, dann hab ich ja absichtlich so mitgenommen. Ach so. Davon können wir ja nichts mehr geben. Ich könnte sagen, dass wir ihm Platin mitbringen. Ein bisschen ist so 100 Kilo nicht viel. Ne? Man muss ja nicht übertreiben. Also ruhig mal hingehen. Ne? Ich habe auch schon mal gesagt, wir kommen in Frieden. Okay, die Tanks werden befüllt. Sind schon so bei der ein bisschen mehr als der Hälfte sogar schon. Sehr gut. Moment. Sehr geehrte, freundlich
mega nette Fraktion. Oh, 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 die schleimigen Tor. Oh, es hat geschleimt. Wie heißt denn das Gerät? Bergbaugerät? Nee, dieses. Wie heißt denn das? Warte. Das heißt. Handdrill. Was? Eine Hand drin, das klingt falsch. Sag lieber Bergbaugerät, so ein Bergbau, so ein Bohrer für den Bergbau. Warte mal. Und halt so, so Ausrüstung für dich, weil du hast ja irgendwo. Und du wirst es brauchen auf dem Mond, da eventuell. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was abgehakt. Du wirst so die ganzen Werkzeuge vielleicht für Eventualitäten auf dem Mond brauchen. Ja, ich kann jetzt nicht alles anfragen. Was soll ich denn mit einem Schleifgerät auf dem Mond? Jetzt mal im Ernst. Ja gut, aber das Bergbau-Ding ist wirklich am wichtigsten. Ja. So, ich hau hier mal noch ein bisschen was weg. Wir wollen heute noch in der Aufnahmesession auf dem Mond. Wir haben zwar schon vorproduziert bis nächsten übernächsten Monat, mittlerweile fast. Aber wir wollen noch auf dem Mond. Deswegen, wenn wir dann einmal auf dem Mond waren, dann ist es ja halt nicht unbedingt so wichtig, das in jeder Folge wieder zu zeigen, wenn wir mal auf dem Mond fliegen. Ne? Dann können wir halt auch einfach mal sagen, ja, wir fliegen jetzt einmal für uns offscreen einmal auf dem Mond und ja, holen einfach ein paar Ressourcen, die uns gerade fehlen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Base auf dem Mond bauen würden, das würden wir natürlich wieder zeigen, aber einfach mal so, ne? Dass wir irgendwo mal. Nur solange wir das halt noch nicht gemacht haben, also noch nicht dort waren, sollten wir es halt schon zeigen im Video. Wir nehmen auch richtig viel mit jetzt, ne? Der Container kann auch ein bisschen überquillen. Ich bin mal gespannt, ob sie darauf antworten. Oder ob sie sagen, nee, die klauen ja schon das Eis. Mit denen handeln wir nicht. Ja komm, einen alten Bergbaubohrer. Davon haben wir auch 100 Stück rumliegen irgendwo. Nö, ich hab die alle schon kaputt gemacht. Die sind alle schon verarbeitet. Da hätten wir jetzt momentan auch keinen da. Ja gut, aber es könnten wir ohne Probleme bauen allen. Ja. Ich verstehe echt nicht, wo die hin sind. Okay. Das ist schon mal voll. Okay, es ist voll. Ich würde sagen, wir nehmen noch ordentlich was mit. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Also, wieso habe ich ein Stufe 2 Schweißgerät, aber das Stufe 2 Schleifgerät ist weg und der Bohrer ist weg? Ich weiß nicht, bist du wirklich mal gestorben jetzt irgendwie? Ich bin ja ein paar. Ja, aber ich habe ja immer meine Leiche wieder komplett gelootet. Habe ich das aus Versehen abgelegt? Das weiß ich nicht. Mit dem Doppelklick oder so irgendwie? Oh. So. Ich habe mich bei dem. Ja, lieb, bitte sagt, bekommt ihr sogar was? Was hat er gesucht? Einen verbesserten. Oh, dann frag mal ganz lieb bitte, ob du einen verbesserten kriegst. Deiner ist abhanden gekommen. Ja, wie viel Platin soll ich den da mitbringen? Ja, 100 Kilo maximal. Also wir wollen es nicht übertreiben, ne? Das sind jetzt ja 12.000 Kilo, die wir jetzt hier in diesen Stacks mit uns rumtragen. Also 100 Kilo bringen wir mit. Das können wir mit. Wir haben nicht so viel Stauraum, ich sag, wir haben nicht so viel Stauraum. Ich hoffe, die zwei können das Video nicht. Wir haben nicht so viel Stauraum, ja? Also, ja? Okay. Nein! Ja, natürlich voll. Und gucken wir mal, ob du das. Aber wo ist deine hin? Wir haben ja schon verbesserte gehabt. Okay, der Cargo ist auch voll. Ich lauf mal in die Richtung und guck mal, ob ich eins bekomme. Ja, ich nehme noch ein bisschen was mit, was jetzt hier ist. Wir haben jetzt sehr viel. Interessant. Also, dass die 100 Kilo Platin wieder stehen können. Ich glaub's nicht. Er sieht interessant aus. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden das ist, weil wir mit meinen. Der Name nicht. Ach so, hier, Simon for You. Deal. Boah, Deal, er hat sowas zugeschlagen. Er hat einen Regenbogenfarbigen Anzug.
Das finde ich sieht sehr interessant aus. Guck mal. Lol. No! Mein Spiel hat minimiert. Was? Warum hat das Spiel minimiert? Meine Grafikkarte wollte sich gerade updaten. Nein, nicht jetzt. Aufnahme läuft noch. Okay. WT, Alter, Ruckel. Grafikkarte, lass das! Schön. Alter. Juhu. Ah, schön. Wir danken vielmals. Danken vielmals. Wir sind dann mal auf dem Weg zum Mond. Na, viel Spaß da oben. Wir. Ich weiß nicht, wie ich winke. Euch. Mit. Ich bringe euch was Schönes mit. Warte, und winken nochmal hier. Macht's gut. So. Also, ich denke, wir können noch was mitnehmen. Weiß nicht, wollen wir noch mehr mitnehmen oder denkst du, es reicht? Wieso kann ich den jetzt nicht auswählen? Hä? Du musst das Symbol dafür reinziehen. Wie ging das nochmal? Warte mal. Nee. Hä? Ah, ich weiß nicht. Warte mal. Und Ach, G, das ist hier ein passendes G. Symbol. Werkzeug. Okay. Was ist denn das? Stufe 1, 2? Stufe 1. Na, okay. Wir hatten ja schon Stufe 2. Nee, nicht Aber von ist dem ja. Bergbauding. Doch, hab ich. Ich habe Stufe 3, Stufe 2. Ich hatte 2 bei Schweißgerät und Schleifer, aber Bohrer hatte ich immer nur Stufe 0 quasi. Ach lol. Ich habe aber einen noch gebaut. Der muss zu Hause. Ja, umso besser, Okay. dass ich nur Stufe 0 hatte, weil der ist weg. Ach gut, dann ist natürlich Okay, perfekt. sollen wir noch mehr oder? Wir können noch was mitnehmen? Ich weiß nicht, ob wir, ne? Wir haben auch nicht mehr so viel Platz, ne? Ja, ich denke, 100 Kilo Platin können wir abdrücken für diesen Ja, Notstand. wenn wir dann auf dem Rückweg eh Platz haben, weil das Eis weg ist. Ja, das passt. Das passt. Wir können den ruhig 100 Kilo mit abgeben. Das ist kein Ding. Wenn wir mehrere Tonnen für uns mitnehmen, sind 100 Kilo für die auch drin. Small Cargo. Small Cargo. Passt noch was Small rein? Cargo. So. Der passt nicht rein, glaube ich. Ich glaube, es Ich ist hab alles noch leer. 2,5 Tonnen. Die müssen noch irgendwo rein. Shit. Hallo, Okay. hier, rein da. Jawohl, hier, passt noch was rein. In den Connector. Da passt so noch Ja, ein bisschen komm, was ich rein. denke, das 2 passt. Tonnen. Komm, das passt. Jetzt Warte, bauen ich wir nehme noch noch. hier die letzten 3 Brocken. Tue ich da Okay. noch rein, die hier Und rumliegen. dann wollen wir los. Leute, stand der zweite Länder vor uns auch schon da? Jetzt zwei Länder. Hä? Der vor uns auch schon da? Nein, vor uns stand bloß ein Länder da, oder? Ich glaube, Sven ist gerade erst hier angekommen. Das kann sein. Sitzt du? Moment. Jetzt sitze ich. Alter, das war wieder ganz knapp. So. Warte mal. Wir sagen noch ordnungsgemäß auf Wiedersehen. Guck mal, da im Schiff ist jemand. So, und weil ich ja ein ordentlicher Buchführer bin, schreibe ich mir hier auf 100 Kilo. Platin heißt der Rohstoff, glaube ich, einfach. Oder Platinum. Guck mal, hier unten sind sie. Für die beiden. Ja, da laufen sie. Na dann, Freunde. Ich hoffe, wir können sehr viele Tonnen Platin mitnehmen. Dann fallen 100 Kilo Jo, ja gar nicht es ins läuft und Gewicht. hoch. Nein, das läuft. So, Monsieur Mond, wo tauchen wir denn jetzt auf? Richtig hinter uns irgendwo. Nee, oder warte mal. Ah, links von uns. Links für uns, alles klar. Wir gehen erstmal hoch, würde ich sagen, und dann ziehen wir direkt drauf, oder? Ja. Also wieder hoch und dann. Jo, passt. Kleiner ungeplanter Zwischenstopp. Auftanken, ein Abbaugerät erschnorren.
weil ich inkompetent hoch 10 bin. Ey, nein, bin ich eh... Wo warst du das von Horden? Ja, aber Moment, ich habe ja all meine Leichen immer gelootet, also müsste ich ja zumindest im... Oder habe ich es aus Versehen beim Aussortieren mit aussortiert? Wo du das hier für dein, wo du die Flaschen alle eingepackt hast, dass du es damit rausgehauen hast, aus Versehen? Ja, das war ich auch schon am Überlegen, als ich Platz gemacht habe. Ja. Kann ja passieren, ne? Ist ja... Aber dass halt beide Sachen weg sind und ich nur noch das Schweißgerät habe. Ja, guck mal, ich meine, wo ist da hin? Das ist ein riesen See, aber da ist gar kein... Die haben auch eine richtig versteckte Ecke. Die sind ja wirklich komplett in dem Loch drin. Die müssen sich eigentlich eine Bahn auf dem Berg bauen, so nur mit Blöcken so, ne? So Gerüst, und dann oben die Solarzellen draufsetzen eigentlich, um ihre Base im Canyon zu versorgen mit Strom. Weil dann unten werden die kaum Licht kriegen. Aber gut, das könnte eine richtig böse Base werden. Vor allem ja, das mit Strom, das Problem hatten sie ja schon erläutert, dass sie da echt ein Problem haben wegen Solar, weil die halt so mega versteckt da liegen. Ja, also da müssen sie vielleicht einfach nur mit Blöcken, dass eine Connection irgendwie auf dem Berg entsteht und dass sie dann dort sich die Solardinger hochziehen. So, die Dämpfer mache ich auch schon mal aus. Und wir lassen es wieder so betreiben jetzt. Okay, das reicht nicht. Das reicht. Ah, guck mal, es wurde schon wieder ein bisschen was produziert gerade. Sehr gut. Ja, diesmal haben wir auch sehr viel Sprit mit. Ja, wir geben voll Gas, komm. Stream den Kleinen immer wieder mal abschalten noch. Das ist, wir treiben, sind schon bei 040. Ach, das Bild. Ich möchte gerne das Bild sehen von Ihrer Sicht aus, wo wir gerade dann, die standen ja beide auf dem Eis und wo wir dann so umgehen und dann hoch in so eine Kurve, weißt du? Ich aber nimm dir das auch auf, oder? Ich weiß nicht, ob Tony es aufnimmt. Kann ich nicht sagen. Weil er hat ja irgendwas läuten lassen in der Richtung. Ich weiß es auch nicht, ob er es nur macht oder nicht. Aber vom so an sich fände ich es ganz, ich möchte die Sicht gerne sehen. Das sah bestimmt voll schön aus, wie wir dort hoch sind. Was kann ich mir gut vorstellen, dass es schön aussieht. Da ist der Mond, Freunde. Ja, wir machen noch aus der Gravitation raus und dann. Wir haben noch ordentlich Reservesprit. Dann straight drauf zu und dann können wir auch nochmal auftanken. Wir bringen der Truppe hier unten ein bisschen 100 Kilogramm Platin mit. Das sollte denen auch ein bisschen helfen, vielleicht am Anfang. Vielleicht auch für schon Ionentriebwerke. Ich weiß nicht, wie viel Platinbarren kann man aus 100 Kilo machen? Ich habe keine Ahnung. Zuletzt kannst du da nur ein Triebwerk bauen oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich. Ah, gut, ein Handbohrer ist jetzt auch nicht so wertvoll. Also 100 Kilo Platin sind auf jeden Fall mehr. Ja, wesentlich mehr. Wesentlich. Aber trotzdem, ich meine, ne? Hoffentlich haben sie nicht aus Versehen 100 Tonnen verstanden. 100 Kilo. Ja, du kannst aber nachgucken, was du geschrieben hattest. Du hast ja 100k geschrieben, ne? 100 Kilo, ich hab's ausgeschrieben. Also 100 kg oder 100 Kilo direkt? Ich habe 100 Kilo geschrieben, K-I-L-O. Dann kann man das nicht als Tonne. Weil 100k sind 100.000 in Gaming-Sprache, ja. Bei mir zumindest. Ja, bei mir auch. Ne, und 100.000, das ist ja also ein 100er-Stack quasi. Ja. Nicht ein 1000er-Stack, sondern ein 100er-Stack. Ich mein, es ist ja auch nur ein fucking Handbohrer. Also natürlich, also bitte. Also bitte. Zur Not hätten wir ja auch so fliegen können, da hättest halt nur du abgebaut. Also dramatisch wäre es jetzt auch nicht gewesen. Nee. Aber ist halt schon praktisch, wenn wir das beide machen können. Dann geht es halt schneller. Wir werden wirklich komplett voll mit Platin zurückkehren. Das ist ja unser Ziel. Also ich denke noch... Ich weiß nicht, wollen wir den Flug dahin aufnehmen oder wollen wir dann kurz, bevor wir in der Atmosphäre dort ist, Gravitation eintreten, was aufnehmen? Tja. Oder hast du was? Kommt drauf an, wie lange das dauert. Wenn das erstmal 2 Stunden dauert, dann. Nee, aber eine halbe Stunde dauert es bestimmt. Tja. Wie gesagt, die Strecken sind schon recht lang. Guck mal, der ist nicht mal in der Ränder. Der ist noch nicht getroffen. Wenn du was zu diskutieren hättest, oder so. Vielleicht jetzt schon mal leicht in die Richtung einlenken. Wir fliegen gerade mehr so von ihm weg. Ja, ich will erst aus der Gravitation raus. Weil sonst fangen wir wieder an zu fallen, wenn wir dann so
trifft mir dann wieder. Boah, ja, Gesprächsthemen hätte ich bestimmt. Ja, also müsste ich halt spontan mir was überlegen. Eins würde mir einfallen, aber ich weiß nicht, ob wir darüber nicht schon mal gesprochen hätten. Meinst du über das, uns bemerkbar zu machen? Nein. Okay, dann haben wir noch nicht drüber geredet, weil das war eigentlich das Einzige. Wir gehen erstmal aus der Gravitation raus, sicher ist sicher, und dann straight zum Mars. Zum Mond. Entschuldigung. Ja. Fängt erstmal jetzt mit M an, habe ich verwirrt. So. Ja. Wie sehen eigentlich die Solarzellen aus? Die kriegen ja auch gute Energie gerade, hier im All, in der Atmosphäre. Oh, guck mal hinter uns, das sieht ja interessant aus. Gerade mit dem der Mars, also dieser rote Planet, der Wüstenplanet. Das sieht in den ganzen bunten Farben der Atmosphäre gerade voll. Wow. Das sieht ja schick aus. Das wäre eine perfekte Überleitung zu meinem Thema. Das wäre die perfekte Überleitung. Dann klingt das jetzt ja schon interessant, ne? Dammig, ich bin gut. Das ist eine Überleitung zu seinem Thema. Also geht es um Atmosphären. Naja, nicht direkt. Wie kann man denn indirekt über Atmosphären reden? Indem man über etwas redet, was diese vielleicht sehen kann. Beziehungsweise untersuchen. Ah, jetzt weiß ich, in welche Richtung du gehst im Thema. Okay, das. Aber es ist ein relativ trauriges Thema. Oh, bist du traurig? Ich wollte keine traurigen Themen. Traurige Themen sind so traurig. Aber ich finde, das sieht voll cool aus mit dem Wüstenplanet. Ja, ich halte auch gerade voll drauf. Das sieht sehr cool aus, wie die so alle in einer Reihe quasi stehen. Sonne, Mars-ähnlicher Planet und Erd-ähnlicher Planet. Aber weißt du, was das Lustige ist? Wir sehen auch von hier den Alien-Planeten nicht. Der hinter dem roten? Das habe ich mich auch schon gefragt. Wo ist dieser Alien-Planet? Den gibt es hier auf jeden Fall im System. Ja. Er muss ja quasi hinter dem roten noch sein, oder? Er müsste theoretisch hinter dem roten sein. Oder er ist so weit weg in irgendeine andere Richtung, dass wir den gar nicht sehen. Kann? Nee, eigentlich nicht. Aber also eigentlich soll man also sehen. Ich möchte mal gerade was sagen. Dieser Mond, ne? Das ist ja eher ein kleiner Mini-Asteroid. Du, der ist noch ein ganzes Stück weg. Der ist ein ganzes Stück weg. Der wird noch wesentlich größer, glaub mir. Die Distanzen sind riesig. Also, ich sag mal, um zum roten Planeten zu kommen. Ne? Und jetzt ohne Sprungantrieb. Müssten wir den PC wahrscheinlich eine Woche laufen lassen, vielleicht sogar 2 oder 3 Wochen durchweg, um dahin zu treiben. Der ist weit weg. Nur schätzt nicht die Distanzen im Spiel. Wir bräuchten ein fucking Teleskop, was ein noch geilerer Übergang wäre zu meinem Thema. Ja, das musst du wissen, ob du den Flug mit aufnehmen willst oder nicht. Mir ist egal, ich sitze hier und chille. Ja, wenn ich immer die Richtung gesteuert habe, chille ich auch noch. Ist mir dann auch egal. Ach, jetzt warte mal aus, Mensch. Nein, aus. Jetzt geht das an. So, keine Gravitation, wir treiben. Wir lassen uns noch kurz treiben. Sprit ist wieder voll. So muss das sein. Sehr geil. Wir sind von unserer Base 143 Kilometer entfernt. Das ist eigentlich ziemlich wenig. Der Planet hat einen Durchmesser von, ich glaube, 200 oder so, ne? Direkt an der direkten Stelle oder so. Und 160? Nee, nicht mal. Der hat einen Durchmesser von 100? Es gibt, glaube ich, noch größere. Man kann die noch größer spawnen dann im Endeffekt, wenn wir natürlich dann das System erweitern, beziehungsweise mit der Blub. In erster Linie wird es wohl machen. man kann, glaube ich, die Planeten bis zu 500 Meter durch einstellen, dachte ich. Wenn das jetzt nur 100 Kilometer bei dem Planeten sind, könnt ihr euch vorstellen, wie groß der ist. Also was es da noch für Größen gibt. Ich weiß nicht mehr, was die Grenze war. Ich hatte irgendwas mit 5 wäre eine Grenze gewesen. Es wird nicht bei 3 Planeten und 3 Monden bleiben. Nein, nicht mal ansatz. Das wäre sehr traurig, wenn es so wäre. Der Server wird kräftig wachsen. Oh ja, das soll er nicht. Setzen wir hier. Das ist zwar jetzt weit weg, aber wir machen das trotzdem mal, ne? Ich mache nämlich die ganze Zeit nebenbei was. Dafür weißt du wahrscheinlich gar nichts. Ich habe schon 3 Punkte jetzt im All hier gesetzt, GPS-Punkte. Eigentlich so wollte ich die 50 Kilometer auseinander machen, ob der jetzt hier ist, eine ganze Ecke weiter weg. Aber, eventuell. Naja, vielleicht können wir doch Satelliten schon mal so eine Bahn an sich, ne? Planen. Ich plane so ein bisschen. Nur planen. Wir bremsen erstmal dann straight zum Mond.
bremsen. Ich lasse das mal bremsen. Lass mal sicher. Lass mal stehen. Gleich stehen wir. Es ist warm. Es ist immer noch richtig warm. Und wir stehen. Hier ist es mittlerweile echt kühl, ein bisschen, also vergleichsweise. Hast du ein Glück, ey. So. Ja, 28 Grad ist kühl. Direkt drauf zu erstmal. Ob das so eine geile Idee ist, ne? Ich flieg mal lieber so leicht schräg. Ich will erstmal nur in seine Gravitation irgendwie reinkommen. Okay. Wir geben Vollgas. Auf Schwung kommen, Dämpfer aus, wir treiben Richtung Mond. Wie sieht es mit unserem Nachfüllsprit aus? Ist noch okay? Nachfüllsprit, nicht mehr ganz so viel, aber sind noch einige Tonnen. Ja, also alles okay. Gut, wir treiben Richtung Mond und ich würde sagen... Ja, vielleicht noch 20 Tonnen Eis oder so, grob geschätzt. Reserve. Also locker reicht das. Okay, das reicht locker. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Wir sind auf dem Weg zum Mond. Wenn wir wieder hören, dann sind wir wahrscheinlich kurz vor der Gravitation des Mondes. Und dann wird er auch schon rund aussehen. Nicht mal wie eine Kartoffel. Also das ist ein mega Grafikfehler und der Mond ist wirklich kacke. Dann könnte er immer noch aus wie eine Kartoffel aussehen. Es sieht aktuell sehr eckig aus, ja. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.